Herzlich willkommen hier zurück bei ApoPlay und mit einem neuen Video und zwar auch einem neuen Format und zwar nennt sich das Real Talk. Das ist einer der wenigen Videos, wo ich mal ernst bleiben werde, weil ihr wisst ja, für mich ist es gar nicht so einfach ernst zu bleiben. Und auf jeden Fall im Hintergrund seht ihr ein Gameplay von Black Ops 3, von mir erspielt auf der PlayStation 4. Zu der Klasse kommen wir später, falls ihr irgendwie dran interessiert seid, aber auf jeden Fall zieht das euch erstmal so rein. Und zwar möchte ich mit euch über meine Inaktivität reden, beziehungsweise Inaktivität, kann man auch nicht anders sagen. Woran das liegt, wie das kommt und hast du nicht gesehen? Der Wichser wollte einen auf MG-Schütze machen. Okay, also das Problem ist bei mir und bei vielen anderen kleinen YouTubern, dass wir einfach viel zu wenig Feedback zu unserer Arbeit bekommen. Und das ist gar nicht so wenig Arbeit mit diesen Videos verbunden, wie sich das manche vielleicht andere vorstellen. Ich meine, da ist das Schneiden dabei, da ist das Tonmischen dabei. Ich meine, jeder macht es anders, aber ich will mal einfach euch damit sagen, dass es eine Menge Arbeit ist. Vor allem ist es auch gar nicht so einfach, vor der Kamera zu sitzen und irgendwas den Leuten, irgendeine Scheiße zu erzählen. Also so ist es natürlich nicht. Wahrscheinlich wird das jemanden irgendwie schockieren sogar, dass ich mal ernst rede. Aber das muss auch mal gemacht werden. Weil ich verliere langsam, aber sicher die Lust an YouTube. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil mir macht persönlich YouTube allgemein Videos machen mir Spaß. Es macht mir Spaß, die zu schneiden und oh, die habe ich richtig Predator-mäßig abgestochen. Also es macht mir persönlich Spaß, die Videos für euch zu drehen und es macht mich unheimlich glücklich, wenn ihr mir irgendwie Feedback dazu gebt, wie ihr das Video fandet und hast du nicht gesehen. Also vor allem bei Chatroulette, wenn mich jemand erkennt, da freue ich mich wie so ein kleines Kind am Weihnachten, das ist ernsthaft so. Und zu diesen Chatroulette-Videos kommen wir auch noch, weil Chatroulette ist eigentlich das, was mir eigentlich nicht besonders viel Spaß macht, sagen wir es mal so. Eigentlich bin ich so ein Gaming-Kanal und kein Chatroulette-YouTuber. 23:3 geht ja vollkommen fit. Und kein Chatroulette-YouTuber, denn ich weiß nicht, also Chatroulette ist so eine Plattform, man kann sich schnell und sicher Abos farmen, das stimmt schon. Also man bekommt viele Abos in kurzer Zeit. Und weil man persönlich mit den Leuten in Kontakt ist und mit denen spricht. Das ist eigentlich das Beste an Chatroulette, aber für mich als Gaming-Kanal bringt es eigentlich nichts viel außer diesen Zahlen auf meinen Kanal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Video wird ganz sicher keine 200 Aufrufe in einer, zwei oder zwei Wochen erreichen, weil das juckt einfach keine Sau, was ich zu sagen habe. Es werden vielleicht 70 Aufrufe da aufkommen, aber 200 in zwei Wochen werde ich ganz sicher nicht packen, also. Und ja, das Ding ist einfach, ich werde langsam aber sicher inaktiv. Also früher waren es 2 Videos pro Woche. Jetzt kam das irgendwie ein Video pro Woche und jetzt sind schon wieder 2 Wochen um, wo ich einfach keinen Bock hatte, ein Video zu machen. Ich bekomme zwar durch diese Chatroulette-Folgen Abos bis zum geht nicht mehr, aber mir bringt das nichts, wenn ich nicht daran Spaß habe, was ich mache. Also mir macht es zwar natürlich voll Bock, mit Leuten zu reden und so und zu quatschen, aber das ist nicht der ganze Sinn der Sache, warum ich überhaupt eigentlich hier bin und das für euch mache. Ich möchte euch unterhalten und auch selber damit Spaß haben. Und bei Chatroulette ist es halt so eine Sache, ihr werdet zwar unterhalten, aber ich habe nicht wirklich viel Spaß dran, weil ich sitze da und halt warte auf Leute. Das ist ein bisschen traurig sogar. Also auf jeden Fall nicht cool. Und da habe ich mir schon in die Hosen geschissen, dachte, da kommt schon einer. Auf jeden Fall habe ich jetzt die letzte Zeit Black Ops gespielt. Ja, okay, was heißt die letzte Zeit, die letzten 3 Tage? Und ihr wisst ja, also ihr seht ja, was draus geworden ist.
Später werden sicherlich noch bessere Gameplays folgen. Ich meine, ich bin gerade mal 3 Tage aktiv in diesem Spiel. Und ja, auf jeden Fall möchte ich noch die Behandlung von Zuschauern zu den YouTubern auch besprechen. Mir geht es darum, dass wahrscheinlich wissen das die Zuschauer nicht, wie abhängig die Kanäle von euch sind. Also, ich habe sehr viele Leute kennenlernen dürfen, die ihr Kanal aufgegeben haben, weil sie einfach kein Feedback von den Zuschauern bekommen haben. Geschweige von den Zuschauern allgemein. Die haben sehr viel Arbeit reingesteckt, sehr viel Mühe und Leib und Seele sozusagen, haben die Videos mit Liebe geschnitten und hast du nicht gesehen. Also sie haben wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, aber es kam einfach nichts von den Zuschauern. Es kamen wohl Aufrufe, aber es kam keine Bewertung oder allgemeinen Kommentare, wie die das Video finden. Und das kann echt einen richtig belasten als YouTuber, weil die Arbeit, die man macht, nicht geschätzt wird. Und das hat sehr große Auswirkungen. Und wie ich das an meinen Kollegen gesehen habe, 3 oder 4 Kanäle sind schon dadurch einfach down gegangen. Also die hatten schon fast die 1000 Abos, hatten weniger Content hatten sie genug, aber sie hatten weniger Aufrufe und allgemein Kommentare als ich mit 70 Abos. Und das ist heftig gewesen und das hat sie auch, denke ich mal, deprimiert und halt sie dazu gebracht, mit YouTube aufzuhören. Was ich sehr schade finde, weil ich zu diesen Personen gar keinen Kontakt mehr habe, weil die sind einfach so verschwunden von der Bildfläche. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schade. Ich glaube, euch sollte es bewusst sein, wie die YouTuber abhängig von euch sind. Ich meine, ein YouTuber ist eigentlich gar nichts wert ohne Zuschauer. Das Ganze, okay, der macht die Arbeit und aber er macht alles für euch, ne? Das passiert alles nur für euch. Und ich meine, viele schätzen das nicht. Also, sie gucken YouTube und sind sich gar nicht bewusst, mit was für eine Arbeit das verbunden ist. Und wissen nicht, was für, also, dass alles von denen wirklich abhängig ist. Da wäre ich fast drauf gegangen, mein Wrap-up hat mir noch das Leben gerettet. Also, manche sind sich einfach nicht bewusst, was für eine Auswirkung ihre Inaktivität auf unseren Kanälen hat. Und ich meine, die großen YouTuber, die juckt es ja gar nicht mehr, weil die Aufrufe und die Bewertungen kommen so schon. Okay, sie hatten auch eine Zeit, wo sie, sagen wir mal, weniger Abos hatten, aber so innerhalb eineinhalb Jahre war das weg bei den YouTubern, die mittlerweile groß sind. Zum Beispiel bei mir, ich hänge schon seit eineinhalb Jahre oder sowas bei YouTube und habe gerade mal 180 Abos erreicht, 190, also, ne, und das ist im Vergleich zu den großen YouTubern jetzt heftig, weil wenn sie das jetzt so erzählen, ja, ich habe auch ein Jahr gehangen mit meinen 2000, das ist, also 2000 und 200 knapp ist ein fetter Unterschied, also das ist heftig. Ich möchte einfach in diesem Video noch sagen, dass es eventuell, dass ihr es in Erwägung zieht, aktiver zu werden. Ob das jetzt nur in Kommentaren ist oder Bewertung und hast nicht gesehen und einfach euch bewusst seid, mit was für eine Sache ihr es eigentlich hier zu tun habt und dass wirklich alles von euch abhängig ist. Auf jeden Fall ist das Gameplay vorbei, 54:7. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das war einer der wenigen Videos, wo ich ernst bleibe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Real Talk Video gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Bewertung da, haben wir ja drüber geredet. Wahrscheinlich hat sich keine Sau das Video wirklich bis zum Ende angeschaut, aber naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir Bescheid sagt, ob ihr weitere Gameplay Videos sehen möchtet und vielleicht mit mir COD zocken wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Auf jeden Fall haut rein, schaltet ein, hier war der Apo.